Die nächste Aufgabe ist eine Gymnastikreihe, hier aufgebaut mit 5 Sprüngen, alle in Out. Das heißt, zwischen den einzelnen Hindernissen haben wir keinen Galoppsprung. Die Pferde müssen auffußen und sofort wieder abfußen. Das ist halt das Besondere an einer In-Out-Reihe. Nach den Einzelsprüngen jetzt eine tolle Variante zur Abwechslung, die Gymnastikreihe. In der Grafik erkennen wir hier 5 nacheinander gestellte Steilsprünge mit einem Abstand von 3 Meter bis zu 3,50 Meter, je nach Galoppgröße des Pferdes. Die Gymnastikreihe gibt dem Reiter, wenn dann der erste Sprung schön getroffen wird, wie man sagt, ein herrliches Gefühl. Man lässt sich tragen wie auf einer Wasserwelle, schaut zum letzten Hindernis und genießt einfach die Bewegung, die das Pferd mit sich bringt. Und wenn der Reiter dann im Schwerpunkt sitzt, schön still sitzen bleibt und die Bewegung des Pferdes mit dem Oberkörper nachvollzieht, dann haben wir schon ein wesentliches Ziel erreicht. In der Gymnastikreihe beginnen wir hier mit 5 Kreuzen. Schön auf gerade Linie gestellt, mit vorgelegter Planke, wie hier zu sehen. Das Pferd landet und springt gleich wieder ab. Und sprachen wir von der schönen, fließenden Bewegung vorhin von Reiter und Pferd. Hier ist das sehr schön zu erkennen. Die Reaktionsfähigkeit des Pferdes wird dadurch positiv beeinflusst, weil die Abfolge der Sprünge unheimlich schnell aufeinander kommt. Es liegt kein Galoppsprung dazwischen. Die Pferde springen in die Reihe rein, müssen sofort wieder abfußen. Und das fördert einfach die Reaktionsfähigkeit der Vorder- und Hinterbeine. Bauen wir noch einmal um und werden gleich die Gymnastikreihe sehen mit 5 Steilsprüngen. Mit vorgelegter Planke, wir erinnern, die den Rhythmus vorgibt, muss der Reiter allerdings dann gleich schon selber darauf achten, dass er die Mitte der Reihe trifft. Denn die wurde ja vorher durch die Kreuze vorgegeben. Nun muss der Reiter das Pferd schön auf gerader Linie an die Planke heranführen, findet hier schönen Rhythmus mit der Vorwärtsbewegung. Auch wenn die Stange fällt, das ist gar kein Problem. Denn die Reaktionsfähigkeit des Pferdes wird jetzt natürlich über erhöhte Hindernisse besonders gefordert. Die Stange wird wieder aufgelegt und es ergibt sich jetzt der Trainingseffekt. Das Pferd blitzsauber, fein in der Vorwärtsbewegung, ohne hektisch zu werden. Und die Reiterin sitzt sehr schön. Wie wir vorher sagten, lässt sie sich in der Bewegung sehr gut mitnehmen. Wir sehen hier das gute Bein, über das wir schon mal sprachen. Und was vorher 30 Mal geklappt hat, kann auch dann einmal daneben gehen, wie gerade beim Anreiten, als sich der Rhythmus etwas verzögerte. Die Gymnastikreihen eignen sich für jedes Pferd zu jeder Zeit. Immer wieder in die Arbeit mit einbringen. Weil, wie das Wort schon sagt, Gymnastik ist einfach gut. Die Gymnastikreihe noch einmal über ein erhöhtes Maß. Und das muss man sehr dosiert angehen. Denn das kostet Kraft und sollte also auch nur mit Pferden praktiziert werden, die genügend Erfahrung und Kondition haben. Also wir haben ja hier schon die Reaktionsfähigkeit und die Vorsichtigkeit des Pferdes gefördert in der normalen Reihe und haben jetzt noch mal einen Ochser dahinter gestellt auf 6,50 Meter. Weil aus der Reihe kommen die Pferde doch etwas verhaltener mit einem etwas bisschen kleineren Galopp raus. Deswegen nicht 7,50 Meter, sondern 6,50 Meter. Und der fördert einfach auch nochmal das Hoch- und Weitspringen. Weil ein Parcours besteht ja nicht nur aus Steilsprüngen. Zum Abschluss der Springstunde nun nochmal die Gymnastikreihe über erhöhte Hindernisse. Ergänzt in diesem Fall durch einen Ochser, der allerdings nicht als In-Out genommen wird, sondern wir schauen nochmal hin. Jetzt macht das Pferd eine Galoppade und überwindet dann den Ochser. Das erfordert nun schon wieder Gefühl des Reiters. Das Pferd darf nicht nach dem letzten Steilsprung zu sehr nach vorne eilen, also muss man leichte Verbindung zum Maul behalten. Die Mitte treffen des Sprunges. Alles das, was an Einzelheiten gelernt werden sollte, wird hier fein demonstriert. Wo ich unbedingt darauf achten muss, wenn die Kondition des Pferdes nachlässt, dass ich dann mein Training für den heutigen Tag beende. Folgende Gymnastikreihen empfiehlt Hans-Willi Weber. Höhe variieren. Für junge Pferde empfiehlt sich ein Aufbau mit gleichmäßigen Abständen, um den Rhythmus zu fördern.
Die Hindernishöhe kann hingegen variieren, die Reihe mit sehr niedrigen Sprüngen anfangen und nach hinten hin langsam höher werden. Höhe variieren 2. Bei Pferden, die zum Stürmen neigen, empfiehlt sich die umgekehrte Vorgehensweise, da zu niedrige Hindernisse am Anfang der Reihe das Stürmen zusätzlich fördern würden. In diesem Fall mit etwas höheren Sprüngen beginnen und nach hinten hin niedriger werden. Abstände variieren 1. Um die Aufmerksamkeit der Pferde zu erhöhen, kann man die Abstände der Hindernisse innerhalb der Reihe variieren. Die Abstände im Verlauf der Reihe immer mehr verkürzen. Erster Abstand 3,50 Meter, zweiter Abstand 3,40 Meter, dritter Abstand 3,30 Meter und so weiter. Oder auch erweitern. Abstände variieren 2. Statt nur In-Outs innerhalb der Reihe zu verwenden, kann ein Abstand eingebaut werden, der vom Pferd einen oder zwei Galoppsprünge zwischen zwei Hindernissen erfordert. Abstand bei Stallsprüngen 6 bis 7 Meter bzw. 10 bis 11 Meter.